Der Referent ist technischer Mathematiker und beschäftigt sich seit gut 15 Jahren mit dem Thema. Und jetzt wird es gleich klappen. So, guten Abend. Freut mich, dass ich heute hier bin. Bin ganz positiv überrascht auf dieser coolen Atmosphäre, auf dieser Veranstaltung. Meine Frau hat in der Früh gemeint, ich muss da unbedingt mit Anzug und Krawatte kommen, weil es ist alles so professionell gemacht. Und ich habe gesagt, nein, ich komme mit deinem Pullover und Läppchen, das passt schon. Das ist der Kompromiss. Vielleicht ganz kurz, ich sehe da leider auch nur wie Sie da einen großen Bildschirm. Damit Sie wissen, warum Sie jetzt vielleicht schon ein Bier in der Hand haben. Ich bin technischer Mathematiker und es kommen dann 50 Formeln. Nein, keine Sorge. Mein Background ist Mathematiker, Statistiker. Wo arbeite ich jetzt? An der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da gibt es ein Institut für Datenanalyse und Prozessdesign, das die letzten 10 Jahre massiv gewachsen ist, also von ca. 8 Mitarbeitern jetzt auf, glaube ich, 46 Mitarbeitern, weil eben ja Data Science momentan so ein Trendy ist. Ich sehe gerade, dass meine Folien nicht passen. Ja. Dann unterbreche ich kurz. Ich hatte vorher noch nicht ganz fertig gesprochen. Es ist Matthias Tempel. Bitte begrüßt ihn doch noch mit einem großen, herzlichen Applaus. Und sobald wir die Folien bereit haben, geht es dann auch so richtig los. Danke für die Geduld. Also viel Spaß. Vielleicht, dass du auch noch meinen Hintergrund kennst, also auch Statistical Disclosure Control heißt dieses Fachbegriff, dieser von Anonymisierung von personenbezogenen Daten. Und das Schöne ist, dass dieses Themengebiet auch viel Machine Learning verwendet. Es geht auch um fehlende Werte in Daten und Statistical Learning und alles, alle möglichen statistischen Prozeduren. Vielleicht auch noch kurz zu meinem Background, warum stehe ich jetzt da und warum erzähle ich euch was über Datenanonymisierung? Ich war sehr lange Zeit bei der Statistik Austria im Methodenreferat verantwortlich für statistische Geheimhaltung, Anonymisierung von Daten. Wir haben da einige Projekte mit der OECD, vor allem für Non-OECD-Countries gemacht, mit der Weltbank, um auch Datenanonymisierung zu ermöglichen, Software zu schreiben, die dann allgemein angewandt werden kann auf der ganzen Welt. Also es geht um Open-Source-Software. Es gibt auch ein Buch, 2017 erschienen, Statistical Disclosure Control für Einzeldaten, Mikrodaten. Ja. Wir können jetzt praktisch schon aufhören mit dem Vortrag, weil ich werde euch nichts erzählen. Also in diesem Confidential Training, you can do the worst, but I tell you nothing. Natürlich, also es ist nicht Sinn und Zweck. Ich werde euch natürlich alles erzählen, was ich weiß. Das größte Märchen, was nach wie vor herumgeistert, ist, dass Pseudonymisierung schon ausreicht, um die Daten anonym zu halten. Ich habe nur mal ein Beispiel, um das zu verinnerlichen, da es immer noch nicht in der Wirtschaft angekommen ist, denke ich, diese Message. Wir haben da jetzt hier einen ganz einfachen Beispieldatensatz mit ein paar interessanten Variablen. So einen Datensatz gibt es natürlich nicht, wo schon Krankheit und Einkommen und alles Mögliche gemerged ist. Aber hier sehen wir jetzt einmal den Namen, zum Beispiel den Max Must und die Mia Berg in dem Datensatz, die irgendwo in der Schweiz in einer Gemeinde leben. Geschlecht, Alter, Beruf, Einkommen und auch ein Krankheitsbild ist noch angegeben. Falls ich jetzt diese Daten pseudonymisiere, da würde ich jetzt vorgehen, alle ID-Variablen würde ich jetzt sollten und hashen, sprich die erste Variable würde ich jetzt praktisch entweder streichen oder pseudonymisieren, dann bringt man irgendeinen Hash für den Namen. Ist der Datensatz nicht trotzdem sehr leicht identifizierbar, wenn ich weiß, also in der Gemeinde Bex wird es wohl nur einen Professor geben. Also ich könnte mit der Variablenkombination Wohnort, Geschlecht, Alter, Beruf sehr leicht
eindeutig Personen identifizieren. Und es gibt Datensätze, die käuflich erwerblich sind, die im Markt sich jeder besorgen kann für 20 Euro circa, die man genau mit diesem Datensatz jetzt ein Matching erlauben und ich dann praktisch von jedem, also der auch den Namen weiß. Auch das Einkommen selbst könnte für Matching herangezogen werden oder auch seltene Krankheit zum Beispiel. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Leute mit seltener Krankheit, die irgendwo in einem bestimmten Bereich leben oder ein gewisses Alter haben. Ich komme nochmal darauf zurück, vorher vielleicht noch ein sehr prominentes Beispiel. Da hat es in den 90er Jahren eine große, also ist groß verkündet worden, die Massachusetts Group Insurance Commission haben wirklich eine exzellente Idee gehabt. Sie geben jetzt alle Daten von staatlichen Angestellten, und zwar die Krankheitsbilder und Krankenhausbesuchsdaten von den staatlichen Angestellten raus, und zwar anonymisiert. Sie haben Anonymisierung mit Pseudonymisierung verwechselt, aber der William Welt hat gesagt, also diese Daten sind wirklich geschützt, die Privatsphäre der Patienten sind geschützt, indem sie Kennungen gelöscht haben. Also nicht nur pseudonymisiert, sondern einfach die Kennungen, die eindeutigen ID-Variablen weggegeben haben. Daraufhin hat es eine Studentin gegeben, die, ich habe leider kein Bild gefunden von ihr, wo sie noch jünger war, wo sie Studentin war, die Laura Sweeney. Die hat dann schon aufmerksam gemacht, hey, sie kann sehr, sehr, sehr viele Personen identifizieren in den Datensatz. Und dann weiß sie, wann sie im Krankenhaus waren, dann weiß sie die Krankenakte von den. Die ist nicht recht wirklich gehört worden, bis sie dem William Welt filmreif seine Krankenakte per Brief in sein Office geschickt hat, öffentlich wirksam. Und warum hat sie das rausgefunden? Sie hat sich einfach um $20 das Wählerregister gekauft, Wählerliste aus der Stadt Cambridge. Sie hat gewusst, der William Welt wohnt in Cambridge. Und diese Datenbank hat zum Beispiel Namen, Adresse, Postleitzahl, Geburtsdatum und Geschlecht jedes Wählers gehabt. Also so Daten sind käuflich, können jetzt gemercht werden mit diesen Massachusetts Krankenakten und sie hat sogar zeigen können, dass da, weiß nicht, auf jeden Fall mehr als 80% der Leute wirklich sogar korrekt identifiziert waren, obwohl die ID gelöscht worden ist. Also diese und ähnliche Fälle haben bewirkt, dass der Gesetzgeber seit 25 Jahren sehr gut Bescheid weiß, dass Pseudonymisierung nicht ausreicht, sondern dass wirklich die Daten anonymisiert gehören und dass praktisch durch eine Variablenkombination, wie zum Beispiel vorhin gesehen, durch Gemeinde, Geschlecht, Alter, auch niemand identifiziert werden kann. Vielleicht noch weitere Mythen und Märchen. Manchmal glaubt man, man lässt zum Beispiel mal Daten, gibt die Daten vielleicht an anderen externen Forschern oder Firmen unterschreibt einen Nutzungsvertrag, einen Geheimhaltungsvertrag und somit ist alles in Ordnung. Nein, es ist nicht so, das widerspricht noch weiterhin dem Datenschutzgesetz. Auch innerhalb der Unternehmen glauben die Firmen, dass sie oft keinen Datenschutz brauchen oder keinen erwarteten und geben ja viele, viele Leute Zugriff auf sehr mächtige Datenbanken. Und auch das stimmt in meiner Interpretation nicht. Auch innerhalb des Unternehmens muss ich Datenschutz garantieren. Und ein weiteres Märchen ist jetzt, dass die Datenqualität einfach schlecht danach ist. Wenn man jetzt die Daten anonymisiert, dann kann man ja nichts mehr anfangen mit den Daten. Oder es sind ja nicht mehr die Echtdaten. Das ist auch ein Märchen, also es ist kein Märchen, dass eine gut gemachte Anonymisierung senkt so ein Identifizierungsrisiko von einer Person sehr stark und die Daten werden nur ganz minimal verändert. Was erzähle ich euch jetzt noch am Samstagabend? Wichtige Arten von Merkmalen bei der Anonymisierung. Welche Variablen können herangezogen werden, um Daten zu mergen, erfolgreich zu mergen und dadurch die Daten zu de-anonymisieren? Das Wichtigste oder bei weitem Aufwendigste ist Risikoabschätzung. Und wir haben schon gesehen bei dem Vortrag um 3 Uhr Nachmittag, was man den gesehen hat, vom Timo Gossenbacher, zur Risikoabschätzung. Was steckt denn überhaupt jetzt in meine Daten? Was ist denn nicht anonym? Was kann ich lernen von den Daten? Das ist einerseits
Also muss man sich Gedanken machen. Zweitens ist es aber auch für den Mathematiker, sind das sehr, sehr komplexe Methoden, die da angewandt werden. Dynamisierung von Daten ist vergleichsweise wieder eher einfach. Vielleicht man neust ein bisschen das Alter, man operiert eine Person um aus männlich zu weiblich oder so, im Datensatz natürlich. Ne? Oder man gibt ihn zum Nachbarort oder so. Also wir werden dann noch sehen, die Amüsierungsmethoden sind relativ einfach gegenüber den Risikoschätzungsmethoden. Trotzdem gibt es also eine Vielfalt von Methoden und nicht jede Methode passt auf jeden Datensatz. Und sich da hier Gedanken zu machen, welche Methoden sind jetzt anwendungsspezifisch, case-spezifisch wichtig, es ist auch nochmal eine Kunst. Und danach hat man die Daten anonymisiert. Also erst schaut man mal, wie groß ist das Risiko in den Daten jeder einzelnen Person im Datensatz. Wie anonymisiere ich die Daten? Und wenn ich die Daten anonymisiert habe, wie ist denn jetzt die Datenqualität überhaupt? Ist sie zu schlecht? Vielleicht überdenke ich nochmal meine Anonymisierung. Auf IT-Sicherheit möchte ich hier nicht eingehen. Natürlich gehört das auch dazu, wenn Sie Daten in einer Firma haben, wo Sie alles mitlocken, wer zugreift und so weiter, brauche ich vielleicht die Daten nicht so rigoros geheim halten, als wie wenn ich Daten jetzt im Extremfall Open Data mache und der Public zur Verfügung stelle. Ja, Daten gibt man gern für Externe her, ob es jetzt eine Firma ist, die Daten an Externe hergibt, ob es jetzt ein Universitätsspital ist oder sonst welche Unternehmen oder Institutionen die Daten halten. Beispiel wäre zum Beispiel Telefonprovider, zum Beispiel Swisscom, stellt Mobile-Phone-Bewegungsdaten für Verkehrsplaner zur Verfügung. Das wird auch gemacht, das ist das untere Bild. Da sieht man zum Beispiel das Einpendeln nach Bern am 11. Dezember, glaube ich, hier. Und sieht, von wo die Leute nach Bern einpendeln. Da wird aber nicht mehr alles gezeigt, sondern da ist schon Anonymisierung dahinter. Das heißt, wenn Fallzahlen kleiner als 20 auftreten, wird das suppressed. Ob das jetzt eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Und ob man diese Geheimhaltung nicht doch nochmal untergraben kann, sei auch mal dahingestellt. Oder zum Beispiel die Abteilung Customer and Business Intelligence der SBB stellt Postautomobilitätsdaten zur Verfügung, die da Public Bike zum Beispiel betreiben in Zürich. Da, wenn Sie die Verkehrsströme besser wissen, können Sie auch vielleicht die Bikes besser Bike Distribution machen. Oder Krankenversicherung gibt Daten an Forschungsinstitutionen, also typischerweise so Krankenversicherungen geben an ca. 20 externen Stellen Daten weiter. Zwar schon mit NDA, aber was bisher vielleicht nur gemacht worden ist, da ist, dass man die IDs pseudonymisiert, aber das ist eigentlich zu wenig. Oder Kanton Zürich, vorbildhaft, stellt viele Daten Open Data Public zur Verfügung, aber auch hier muss man schauen, dass man keine Personen identifizieren kann. Natürlich Daten für interne Analysen in einem Unternehmen zum Beispiel, wieder Beispiel vom Telefonprovider, eine gewisse Abteilung stellt Mobilitäts- und Customer Relationships Management Daten anderen Abteilungen zur Verfügung oder Personen können auf die Datenbank dann zugreifen. Und auch hier muss sichergestellt sein, dass es zu keiner De-Anonymisierung kommt. Oder der IT eines Krankenversicherers gibt Mitarbeitern Zugriff auf zentrale Datenbanken und nicht jeder sollte die gleichen Rechte haben und die gleichen Daten sehen. Noch dazu, man sammelt jetzt Daten, aber oft werden dann Daten im Nachhinein zu was verwendet, für das, was eigentlich am Anfang gar nicht vorgesehen waren. Also da spricht man von Sekundäranalysen, zum Beispiel der Coop hat Scannerdaten von allen seinen Waren und die werden dann für Preisstatistiken vom Bundesamt genommen. Die waren nicht vorgesehen, dass sie dafür verwendet werden. Oder Vergleich von Therapieerfolgen kann man auch respositive gehen. Das heißt, dass man im Nachhinein zu den Krankenhäusern geht und sich Patientendaten besorgt und dann nochmal zum Beispiel den Therapieerfolg von zwei verschiedenen Medikamenten vergleicht, retrospektive.
Oder Verknüpfung von Service, zum Beispiel das Bundesamt für Statistik will jetzt die große, wichtige Umfrage für die Lebensgewohnheiten und Einkommen in Haushalten verknüpfen mit Steuerdaten, damit es ganz genau. Oder unsere ZHAW will jetzt irgendwie Anmeldedaten von Studierenden für Auswertungen verwenden oder auch Prüfungsbögen, so Statistiker, Learning Analytics zum Beispiel betreiben mit Studierendendaten. Ja, vor allem am Anfang, wenn man beginnt jetzt mit einem neuen Datensatz hier, neues Problem, muss man sich mal überlegen, wer empfängt denn die Daten? Ist das ein Datenempfänger intern, im eigenen Unternehmen zum Beispiel? Ist das ein externer Datenempfänger? Kriegt das jemand, der auch noch ein NDA unterschreibt? Oder kriegt das wirklich die Public für Schulungszwecke und so weiter? Und je nachdem richtet sich auch der Grad der Anonymisierung. Auf jeden Fall sollte man am Anfang wirklich Gedanken machen, wie groß ist denn das Reidentifizierungsrisiko von jeder Beobachtung in meinem Datensatz und wie groß ist der Informationsverlust, wenn ich da jetzt Anonymisierungsmethoden anwende. Ja, also da gibt es eine Menge Gesetzestexte, und einer sagt zum Beispiel, a process that removes the association between the identifying dataset and the data subject. Wenn das removed wird, dann sind die Daten anonym. Wir haben schon gesehen, pseudonymisierte Daten entsprechen nicht dieser Gesetzgebung. Und so eine Anonymisierung folgt dann, also man verwendet sehr relativ komplexe Methoden der statistischen Geheimhaltung, um möglichst wenig die Daten zu verändern und trotzdem das Reidentifizierungsrisiko von Personen entscheidend zu senken. Wenn aber der Personenbezug nicht mehr besteht, dann gibt es kein Problem mehr mit Datenschutz, dann kann sich aber auch kein User melden, hey bitte zeig mir meine Daten, was wir heute schon gesagt haben, weil er kann sie gar nicht mehr bekommen, er ist ja nicht mehr auffindbar in der Datenbank. Absolute Anonymität ist aber nie möglich, also das Reidentifizierungsrisiko von einer Person wird immer positiv sein, vielleicht fast bei null, aber immerhin positiv sein, ist aber auch nirgendwo gefordert. Also man spricht ja immer vom de facto Anonymität. Wenn der Nutzen, wenn der Aufwand höher ist als der Nutzen, dann spricht man eben von dieser de facto Anonymität und die Daten sind anonym. Wenn man jetzt den Datensatz an eine externe Institution gibt und die hätten so einen großen Aufwand zur Demisierung, der größer ist als ihren Nutzen, dann passt das in der Regel. Ja, alles easy. Wir sehen da die zwei Kapitäne, die sehen da einen kleinen Datengrupp und die sagen, nothing to worry about, just a little bit of piece of data to work around. Und das deckt sich leider, diese Sichtweise deckt sich leider mit der aktuellen Situation. Also zumindest eine Studie von 2018, Oktober 18, ist von der ZHAW eine Studie gemacht worden, hat 265 Unternehmen befragt und der Großteil sagt, Datenschutz ist sehr wichtig, ja? Oder eher wichtig. Die aktuellen Gesetze haben aber nur die Hälfte der Unternehmen gekannt und die neue Datenschutzgesetzverordnung der EU ist noch weniger bekannt gewesen. Und ein Viertel der Unternehmen geht davon aus, Datenschutz betrifft es nicht. Und das steht wirklich im diametralen Unterschied, Widerspruch zur Einschätzung von Anwälten, Experten und Beratern. Die Ressourcen, die ein Unternehmen verwendet für Datenschutz, ich glaube, das wird jetzt zwar sprunghaft besser, aber in der Historie war das noch sehr bescheiden. Also da sind sehr bescheidene Ressourcen in die Hand genommen worden, um Datenschutz zu betreiben im Unternehmen. Und selten sind so formalisierte Abläufe zu erkennen und Schulungen nicht. Also Mitarbeiter werden nicht auf Datenschutz geschult im Generellen. Ja, was ist jetzt der grobe Ablauf? Ich habe schon erwähnt, erst das Messen des Risikos ist ganz wichtig. Da kann man sich mal unterhalten, ja, hat man jetzt zum Beispiel Daten von allen Schweizern und Schweizern, von allen Unternehmen in der Schweiz oder hat man vielleicht doch nur Daten von 5.000 Leuten oder 7.800 Unternehmen in der Schweiz?
Und das macht einmal einen großen Unterschied, ob man mit einer Stichprobe arbeitet oder mit der ganzen Population. Man muss sich fragen, gibt es dann irgendwo anders noch Datensätze, die überschneidende Variablen aufweisen, überschneidende Merkmale aufweisen, die zum Matchen verwendet werden können. Zum Beispiel vom GfK gibt es sofort Daten, sehr billig, wo ich Adresse von den Schweizer und Schweizerinnen habe, Wohnort, Name, Geschlecht, und das kann ich sofort mergen, zum Beispiel, wenn ich diese Variablen auch in meinem Datensatz habe. Also ich muss mir Gedanken machen, was ist so ein Disclosure-Szenario, was könnte irgendwie matchbar sein mit meinen Daten, die ich extern oder intern verteilen will. In der Regel wird ein individuelles Risiko für jede einzelne Beobachtung im Datensatz geschätzt, aber auch ein globales Risiko, das ist eine Zahl für den ganzen Datensatz, die sollte natürlich auch dann sehr gering sein. Sobald ich das gemacht habe, geht es um die Anonymisierung. Und da gibt es jetzt traditionelle Verfahren oder auch Verfahren, die momentan gehypt werden, also auch nur ein Hype, synthetische Datengenerierung. Handelt es sich um kategorische Variablen wie Geschlecht, Wohnort? Handelt es sich um stetige Variablen wie Einkommen zum Beispiel? Also die Amüsierungsverfahren unterscheiden sich da stark. Gibt es in den Datensätzen noch spezielle Strukturen? Und das hat man sehr oft. Zum Beispiel fragt man, wenn man einen Haushalt befragt, fragt man alle Personen in den Haushalt. Also eine typische Clusterstruktur in den Daten. Und dann geht es darum, Messen der Qualität. Also ich habe Eingriffe in den Daten gemacht. Kann ich noch alles auswerten, was ich auswerten will, und ist das noch genau genug? Und damit muss ich mir mal fragen, was die Datennutzer überhaupt auswerten mit den Daten. Ich will da jetzt nicht genau drauf eingehen. Wir sehen, wir haben verschiedenste Merkmale in Daten, die unterschiedlich in so eine Anonymisierung eingehen. Wir haben direkte Identifizierungsvariablen, IDs, zum Beispiel der Name, AHV-Nummer, und dergleichen identifizierende Variablen. Und dann gibt es so den großen Teil der indirekten Identifizierungsvariablen, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Beispiel durch die Kombination von Alter, Geschlecht, Wohnort, kann ich vielleicht schon Personen identifizieren, und zwar eindeutig. Es gibt noch sogenannte sensitive Variablen, wie zum Beispiel, wenn mein Krankheitsbild gespeichert wird, was für eine Krankheit habe ich, Religionsbekenntnis zum Beispiel. Und dann gibt es eben einige Variablen, die noch so Clusterstrukturen ausdrücken, und den Rest. Ich werde jetzt nur auf diese indirekten Identifizierungsvariablen genauer eingehen. Also, dass man so IDs löscht oder pseudonymisiert, das sollte so und so klar sein. Da gibt es verschiedenste Algorithmen, die das sehr gut können. Die Quasi-Identifikatoren oder auch genannt indirekte Identifizierungsvariablen oder diese mergebaren Variablen, die sind jetzt ganz wichtig, und darum heißen es auch Key- oder Schlüsselvariablen in der Geheimhaltung. Das sind salopp jene Variablen, die also mit am Markt erhältlichen Populationen oder Daten Überschneidungen aufweisen. Und der Key definiert jetzt zum Beispiel die Ausprägungskombination so für solchen Quasi-Identifikatoren, zum Beispiel Alter gleich 10 Jahre, Geschlecht männlich, Region Zürich. Schauen wir uns noch mal einen Spielzeugdatensatz an. Diesen Datensatz, wenn dieser released werden würde, nur pseudonymisiert, das heißt der Name wäre zum Beispiel jetzt gelöscht oder mit einem Hash versehen. Man weiß aber noch den Wohnort, den Beruf, das Geschlecht. Und man kann abzählen, ja, das kommt ja nur einmal vor in Daten. Währenddessen der Winterthurer Architekt, männlich, 18, da gibt es insgesamt 18. Was hat man Datensätze am Markt zur Verfügung, oder was können andere User an Datensätzen herankommen? Wäre zum Beispiel vom GfK-Daten, wo eindeutig der Name noch zusätzlich steht und hier die gleiche Information, also Wohnort, Beruf, Geschlecht. Und wenn der einmal hier vorkommt und auch einmal nur hier vorkommt, dann ist er eindeutig matchbar. Wenn ich den aber matche, weiß ich den Namen, und ich weiß auch sein Einkommen, ich weiß sein Krankheitsbild und alles.
Ja, auf das will ich jetzt nicht mehr genau eingehen. Also es gibt noch die sensiblen Attribute wie Krankheitsstatus, Kosten, sogenannte Linked Variables, wenn ich denn was verändere, zum Beispiel im Kanton, ich verändere die Kantonszugehörigkeit der Person, dann muss ich es auch bitte in der Gemeinde, also in der Gemeinde ändern. Und wenn man Stichproben hat, hat man typischerweise noch Gewichtsvektoren und das macht das Ganze ein bisschen komplizierter in der Geheimhaltung, um das Risiko da richtig auszurechnen. Weil klar ist, wenn man nur eine Stichprobe hat und nicht die ganze Population rausgibt, dann ist das Risiko, könnte das Risiko vielleicht doch kleiner sein. Ja. Man unterscheidet da zwischen verschiedensten Arten der Identifizierung und das bekannteste ist die Identity Disclosure. Also man verlinkt den Datensatz mit externen Daten und identifiziert genau, will genau eine Person über diese Quasi-Identifikatoren identifizieren. Und ein Beispiel von Versicherungsdaten über Personen, die auch ein Krankheitsbild noch gespeichert haben in den Daten. Da würde jetzt matchen Alter, Geschlecht, Beruf, Wohngemeinde mit dem GfK-Daten, spielt den Namen dazu und weiß, was der für ein Krankheitsbild hat. Das ist natürlich, also so, da muss man wirklich aufpassen, dass solche Daten nicht verbreitet werden. Zumindest nicht nach vorheriger Anonymisierung. Es gibt aber auch noch andere Attacker-Szenarios. Zum Beispiel hier haben wir drei Schlüsselvariablen, nämlich Rasse, also Hautfarbe, Alter und Region. Und alle, es gibt zwar jetzt vier Personen in dem Datensatz, könnte man sagen, okay, ich kann ja nicht sagen, wer ist jetzt wer, aber ich weiß von der sensiblen Variable, alle sind römisch-katholisch, somit weiß ich über jede einzelne Person das Religionszugehörigkeit. Und das nennt man Attribute Disclosure. Und dann gibt es eine dritte Art, wie man mit statistischen Modellen oder Machine Learning Methoden Werte gut schätzen will und vielleicht so die Geheimhaltung untergraben möchte. Was wir wissen, wenn das Reidentifizierungsrisiko hoch ist, ja, das ist schlecht. Wenn man massiv in die Daten eingreift und da sehr viel verändert, das ist auch schlecht, dann zerstören wir die Datenqualität. Also muss man irgendwie so einen Trade-off haben, das Risiko zu senken und die Datenqualität hochzuhalten. Und da gibt es ja typischerweise so Risk-Utility-Maps, erzähle ich nur einmal ganz kurz. Also wir haben jetzt da drei Methoden, die wir anwenden, die alle verschiedenste Parametereinstellungen haben. Das sind jetzt Anonymisierungsmethode 1, Anonymisierungsmethode 2, also sehr abstrakt jetzt hier. Und wir sehen jetzt, wir wollen eigentlich eine Methode wählen mit spezifischen Parametern, wo das Disclosure-Risk ganz nach links geht und das Utility ganz hoch bleibt. Also wäre praktisch Methode 1 mit der Parametereinstellung 10 oder 9 wäre jetzt unser Hit für die Anonymisierung. Also der wichtigste und der komplizierteste Teil ist einmal, dass ich das Risiko abschätze. Wenn man jetzt Populationsdaten hat, ist das relativ einfach und es ist höchst nicht trivial, wenn man nur Stichprobe von Personen hat zum Beispiel. Oder bei Daten, die fehlende Werte drinnen haben. Das macht das Ganze sehr kompliziert. Also es sind immer zwei Schritte. Man macht sich Gedanken, was ist das Disclosure-Szenario, welche Variablen könnten noch irgendwo rumschwirren in anderen Datensätzen, die dann zum Mergen vielleicht verwendet werden. Und sobald ich das weiß, sobald ich mir da Gedanken gemacht habe, das ist meistens keine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Man macht im Wesentlichen sogar vielleicht drei Szenarien. Ein Szenario, wo man sehr kritisch ist, ein Szenario, wo man sehr nur mal mit einem Auge hinschaut und ein mittleres Szenario und misst dann das Risiko. Und dazu gibt es formalisierte Methoden der statistischen Geheimhaltung. Die einfachste Methode wäre jetzt zu schauen, ist was unique im Datensatz. Ja? Ist natürlich in dieser Ausprägungskombination von diesen kritischen Variablen jemand unique? Und das wäre nie gut. Also wenn ich jetzt, wenn ich drinnen habe mit Alter 40, Berufsstand Professor, wohne auf dem BEX und der ist alleine im Datensatz, dann kann der wahrscheinlich super gemerged werden. Also wenn die Häufigkeit 1 ist, das gefällt uns nicht. Und dann gibt es auch noch das Konzept der K-Normalität. Gibt es nicht zumindest K-Personen mit den gleichen Werten in diesen Attributen?
Also hier, ein bisschen provokant, das ist, sind diese nackten Menschen von einem Spencer Tunick. Da ist ein Rollstuhlfahrer, das wäre der Unique. Und hier sind drei Zwillinge, die sind dann Drillinge, die komplett gleich ausschauen. Also grundsätzlich das Konzept, ich quäle euch nicht mehr lange mit diesen Reidentifizierungsrisikos. Ich will einfach rare Kombinationen in einer Population finden und in der Regel weiß ich nicht, wie viele Personen, wenn ich eine Stichprobe zum Beispiel habe, ein Survey of Living and Income Conditions, da sind 15.000 Personen drinnen. Ich weiß aber nicht, wie viel ist denn die Zahl an Personen mit diesen Attributen in der Population. Und das muss ich nämlich auch schätzen. Das macht es kompliziert. Da werden Regressionsmethoden verwendet, um das zu schätzen. Eine Stichprobe selbst trägt schon ein bisschen was zum Geheimhaltung bei, weil ich weiß ja nicht mehr, ob eine Person in der Stichprobe ist oder nicht. Und dies wird auch berücksichtigt bei der Schätzung. Und das ist eigentlich ein ziemlich komplexes mathematisches Problem, das jedoch gut in Software abgebildet ist. Also allgemein bestimmt man jetzt das Reidentifizierungsrisiko für jede einzelne Person und ein Reidentifizierungsrisiko für den ganzen Datensatz und muss da bei der Risikoschätzung noch ein bisschen unterscheiden. Ist dann kritische Variablen kategoriell wie Geschlecht, Kanton oder gibt es stetige Schlüsselvariablen vielleicht mit Einkommen, genau ein Einkommen, dass ich was matchen kann oder so. Die Methoden unterscheiden sich halt einfach. Wenn man eine ganze Grundgesamtheit, dann wendet man zum Beispiel dieses Konzept der K-Anonymität, dann man hat zumindest K-Personen mit den gleichen Attributwerten. Oder L-Diversity, wenn man dann kurz sehen, oder es gibt noch weitere Verfahren, kompliziertere Verfahren, zum Beispiel heißt das Sample-Uniqueness und Subsets, kurz SUDA. Auf die Methode möchte ich nicht mehr eingehen jetzt. Wenn man Daten hat, die also nur aus einer Stichprobe sind, also ich habe nicht Daten aus einer ganzen Population, aus einer ganzen Grundgesamtheit, sondern nur vielleicht 5.000 Schweizer und Schweizerinnen oder so, dann gibt es andere Methoden, nämlich so einen Individual Risk Approach oder Risikoschätzung über log-lineare Modelle. Wie schaut so eine K-Anonymität aus? Spielzeugdatensatz, man hat jetzt nur zwei Variablen hier, Gender und Age Group. Und wir wissen, okay, diese Kombination Male 30S kommt insgesamt dreimal vor im Datensatz und Female 20S kommt auch dreimal vor. Man weiß aber noch was von der sensitiven Variable, nämlich den Medical Condition, Krankheitsstatus. Und man sieht, diese Females 20S, die haben alle Cancer, somit weiß ich eigentlich jede weibliche Person im Datensatz, die der Age Group 20S hat, hat Cancer. Das wäre, damit wäre L-Diversity 1, währenddessen hier zwei verschiedene Krankheitsbilder bei den Männern, somit hätte ich L-Diversity 2, also so ein Measure für Attribute Disclosure. Das sind sehr einfache Methoden, es gibt noch weit komplexere Methoden, um um das Risiko zu bestimmen. Und auch für stetige Variablen mache ich mir einfach Gedanken, wie kann ich denn matchen? Jetzt habe ich einen Datensatz, wo ich zum Beispiel Einkommenswerte habe, ich habe einen zweiten Datensatz, zum Beispiel Steuerdaten, wie kann ich da jetzt gut matchen? Und da gibt es verschiedenste Matching-Verfahren, ob man distanzbasiertes macht oder wie wahrscheinlich ist ein Match korrekt oder sie das Ganze vereinfacht. Ja, wenn man weiß, wie groß das Reidentifizierungsrisiko ist von einzelnen Beobachtern im Datensatz oder im Allgemeinen, dann geht es darum, das Risiko zu senken. Und da vergröbert man Daten im einfachen Falle, man setzt vielleicht sogar einige fehlende Werte in den Daten ganz gezielt, um das Reidentifizierungsrisiko zu drücken. Oder man verändert die Methoden, die Daten perturbieren, zum Beispiel ist vielleicht für viele Auswertungen egal, ob ich jetzt eine Person genau 44 ist oder vielleicht 45 oder 43, also könnte ich einen Random Noise auf das Alter zum Beispiel geben. Oder es gibt noch so Verfahren, so probabilistische Verfahren, Post-Randomization, das heißt, hier würde ich mit bestimmten Übergangswahrscheinlichkeiten eine Person zum Beispiel vom Oberwinterthur nach Wülfingen setzen. Und vielleicht dafür eine Person von Wülfingen nach Oberwinterthur im Datensatz.
Damit zerstören wir keine Auswertung auf das ganze Stadtgebiet, aber intern wird ein bisschen geswappt. Somit kann ich aber keinen praktisch die Personen nicht mehr identifizieren. Und dann gibt es noch diese Methoden zum Generieren von künstlichen Daten. Das ist jetzt ein Hype. Da gibt es jetzt viele, viele Startup-Firmen, die da das als Heilsversprechen haben. Wir lösen Datenschutz, indem wir künstliche Daten erzeugen. Aus ihren Daten, wir verwenden Machine Learning Methoden und haben dann künstliche Daten. Künstliche Daten haben Disclosure Risk Zero. Und wenn ihr was auswertet, ihr bekommt dasselbe raus. Na, so ist es nicht ganz. Also, das stimmt, dass das Disclosure-Risiko wirklich fast gegen Null geht oder Null ist, wenn man Daten künstlich generiert, aber es kommt immer nur auf die Güte des Modells drauf an und auf die Güte der Zusammenhänge in den Datensätzen, ob das auch wirklich gut gelingt. In der Regel gelingt das nicht so gut, also dass man wirklich einen komplexen Datensatz künstlich erzeugt, wo dann alle möglichen Auswertungen dasselbe ergeben, als wie beim Originaldatensatz, das ist illusorisch. Der einfachste Fall, man hat jetzt Daten, man rekordiert was, vergröbert zum Beispiel was, zum Beispiel mal einen Datensatz, wo man die Schulstufe drinnen hat, warum nicht die Sekundarstufe, die Tertiärstufe und Aufbaustufe zu einer Stufe zusammenzufügen zum Beispiel. Kontinuierliche Variablen könnt ihr auch neu kodieren, könnt ihr Einkommensklassen zum Beispiel bilden, statt die tatsächlichen Einkommen. Wenn ich so eine Rekodierung sensibel gemacht habe, nämlich so gemacht habe, dass man die Auswertung möglichst nicht zerstört, die was interessant vielleicht nachher ist, dann gibt es noch heuristische Optimierungsverfahren, die ein bestimmtes Muster suchen, um einzelne Werte noch einmal fehlend zu setzen. Wenn jetzt da wirklich eine Person drinnen ist, die wirklich unique ist, noch immer nach dem Rekodieren, dann werde ich den vielleicht vom Geschlecht sagen, ich weiß es nicht, oder vielleicht das Alter sagen, da gibt es jetzt einen fehlenden Wert. In der Regel braucht man auch bei sehr großen Datensätzen nur ganz gezielt einige wenige Löschungen, um die Daten dann sicher zu haben. Also Ziel ist, so wenig wie möglich Werte zu unterdrücken, um zum Beispiel Kanonität zu garantieren. Da gibt es aber noch zusätzliche Komplexitäten, wenn da fehlende Werte vorkommen oder Gewichte vorkommen in Daten. Das Post-Normalization habe ich schon erzählt, wird immer auf eine Variable angewandt, kann natürlich unabhängig auf mehrere Variablen angewandt werden und da vertauscht man jetzt Kategorien mit vorgegebenen Übergangswahrscheinlichkeiten. Und der Angreifer kann jetzt dann nie sicher sein, ob er Wert wahr ist oder nicht. Und diese Methoden werden sehr, sehr gerne angewandt, zum Beispiel für geografische Informationen zu geheim halten. Wird auch angewandt zum Beispiel Zensus Österreich und auch viele, viele andere Anwendungsfälle, wo halt mit einer bestimmten Swapping-Rate, zum Beispiel mit 7%, 10%, eine Person ihren Attribut verändert wird. Und zwar so verändert wird, dass wieder gleichzeitig im Mittel gleich viele Personen zurückkommen. Also wenn jemanden von Oberwinterthur auf Wülfingen setze, sollten auch wieder im Endeffekt gleich viele Einwohner sein in Oberwinterthur und Wülfingen. Wie viele stetige Variablen könnte ich irgendwie Werte aggregieren? Ich könnte mal suchen, ja, was sind denn die ähnlichsten Werte in den Daten und könnte die zum Beispiel mit einem Mittelwert ersetzen. Das ist gar nicht so einfach zum Berechnen, überhaupt bei großen Datensätzen stellt man gleich fest, dass das der Computer zu lange brauchen würde für das Optimale, aber es gibt gute Heuristiken dazu. Vielleicht erkläre ich das an einem Spielzeugdatensatz nochmal, wie das funktioniert. Wenn ihr euch schaut, hier sind drei Variablen, und wenn ihr auf die Beobachtung 7 und 8, die sind sehr ähnlich, die haben sehr ähnliche Werte. Und was wird hier gemacht? Mit Aggregierungslevel 2 werden die immer zwei ähnlichsten Beobachtungen aggregiert. Das heißt, ich ersetze 1 und 5 mit dem Mittelwert von 1 und 5, nämlich mit 3. Ich ersetze 0,01 und 0,5 mit dem Mittelwert, das war 0,26. Es gibt natürlich noch andere, vielleicht auch bessere Methoden, zum Beispiel populär, aber nicht sehr gut ist Adding Noise. Ich adde jetzt Noise auf eine Variable, zum Beispiel auf Alter oder so. Wird unabhängig auf jede Schlüsselvariable angewandt. Wenn es
Multivariate Daten sind, also mehr als eine stetige Variable, würde ich das nicht machen, wenn man zerstört sich die Korrelationen zwischen den Variablen. Da gibt es aber andere Methoden auch, die das berücksichtigen, die Korrelation zwischen Variablen, und die bleiben erhalten. Es gibt auch noch Regressionsmethoden, um das zu tun, um ein neues zu geben. Alternativ jetzt synthetische Daten, künstliche Daten mit Machine Learning Methoden. Da kann man die ganze Bandbreite an diesen Methoden verwenden. Warum macht man das? Ich könnte bestehende Datensätze anreichern mit weiteren Variablen. Ich könnte Simulationsstudien durchführen. Wenn ich jetzt die Daten von allen Schweizern und Schweizern habe mit wichtigen Merkmalen, dann könnt ihr jetzt Methoden ausprobieren. Was ist, wenn ihr jetzt eine Sampling-Methode so und so mache und so weiter, wenn ich die Wahrheit kenne. Public-Use-Daten für die Wissenschaft ist ganz interessant und wird auch gemacht. Und das Disclosure-Risk ist wirklich null. Man will also einen synthetischen Datensatz generieren, der close to reality ist. Probleme sind aber dann gleich einmal da, wenn zum Beispiel so Clusterstrukturen sind, Personen in Haushalten, dann wird das, oder hierarchische Strukturen, Stichprobengewichte, fehlende Werte, das Ganze macht es sehr kompliziert. Wenn man ein bisschen komplexere Daten hat, dann gibt es Lösungen, die auch halbwegs gut funktionieren, aber man braucht sich da jetzt keine Wunder erwarten. So, jetzt hat man die Anonymisierung durchgeführt, jetzt interessiert uns noch, wie gut ist denn jetzt die Datenqualität noch? Und was macht man? Ja, man hat den originalen Datensatz und man hat den anonymisierten Datensatz aus Datenanonymisierung und dann vergleiche ich, was dann rauskommt bei einer Auswertung beim anonymisierten Datensatz und beim nicht anonymisierten Datensatz. Was sind da die Unterschiede? Und da kann ich mir die ganze Bandbreite anschauen. Im Wesentlichen schaue ich mir an, was werten den User mit den Daten aus? Und diese Auswertungen sollen gut getroffen werden wenn man die Daten anonymisiert hat. Da gibt es verschiedenste Verfahren noch, die auch mehr mathematischer noch sind. Falls der Datenverlust hoch ist, zurück, anonymisieren, überdenken, vielleicht andere Variablen anonymisieren, andere Anonymisierungsmethoden anwenden und nochmal die Datenqualität sich zu anschauen. Also immer ein bisschen so ein exploratives Vorgehen, wie man so eine Anonymisierung im Einzelfall macht. Es gibt Software in der Biomedizin, spezielle Softwareprodukte von der Europäischen Union, ein spezielles Softwareprodukt, von unser spezielles Softwareprodukt, vom International Household Survey Network Softwareprodukt und einige kleinere Softwareprodukte auch noch. State of the Art ist, glaube ich, das Error-Paket STC Micro, in den letzten 10 Jahren entwickelt worden, kann auch mit komplexeren Datenstrukturen umgehen. Hat auch so eine Click-App, und hat viel, viel C++-Code und tut automatisiert parallel rechnen und so weiter. Dann gibt es ein Paket für Erzeugen von synthetischen Datensätzen. Auch hier kann man mit komplexeren Datenstrukturen umgehen. Und wenn man jetzt aggregierte Informationen ausgibt, also in Tabellenform, dann gibt es noch ein spezielles Paket für die Geheimhaltung von Tabellen. Ich werde nochmal ganz, ganz kurz, die Zeit drängt schon, auf ein kleines Beispiel eingehen, vielleicht nochmal 5 Minuten, das ein bisschen verkürzt bringen. Was wir gemacht haben, zum Beispiel Sana ist einer der Firmen, die das sehr bald erkannt hat, dass Datenschutz sehr wichtig ist und die Geld in die Hand genommen haben, um wirklich seriös Datenschutz zu betreiben. Und wir haben da Datensätze bekommen von 19 Variablen, insgesamt 583.000 Beobachtungen von Diabetikern, von ambulanten Leistungserbringern. Das heißt, wenn man irgendwo in die Apotheke gegangen ist, als Diabetiker, ist schon wieder eine neue Zeile im Datensatz dazugekommen zum Beispiel. Wenn man in ein Hospital gegangen ist, in ein Krankenhaus, ist ebenfalls von den gleichen Personen, sind da 38.000 Beobachtungen gemessen waren an 20 Variablen und insgesamt hat es für jede Person 145 Variablen gegeben, nach Krankheitsbildern und so weiter, Kosten, natürlich soziodemografische Merkmale wie Geschlecht, Alter und so weiter. Diese 3 Datensätze sind eindeutig verknüpfbar und die Aufgabe ist dann gewesen, diesen Datensatz zu anonymisieren, so zu anonymisieren, dass der noch wirklich gut brauchbar ist in der Praxis zum Auswerten.
Da ist jetzt geschaut worden, in den Personendaten, was sind denn die kritischen Variablen, zum Beispiel die Art der Versicherung, der Sprachgebrauch in der Region, wo die Leute leben, Geschlecht, Alter natürlich, Wohngemeinde, am Todestag zum Beispiel, wenn der in den Daten war. Aber auch gibt es sehr einfach zu kaufen mit Namen und so weiter. Kaufkraft von Personen, Kaufkraft von Haushalten, also die sind schon in diesen Daten gewesen und dieser externe Datensatz kann man auch vom GfK kaufen. Dann Kostenvariablen könnte eher nicht, also wer kennt wirklich die Kosten, was er gehabt hat am Spital. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Datensätze herumgeistern mit diesen Kostenvariablen. Auch Krankheitsbilder kennt man nur mit hoher kriminellen Energie. Das Ganze hat man sich auch angeschaut für die stationären Leistungserbringer und für die ambulanten Leistungserbringer, also für den Spitälern und Apotheken im Wesentlichen. Damit hat man sich mal angeschaut, ja, wie groß ist jetzt das Risiko bei den Originaldaten? Fürchterlich hoch. Also wie viele Beobachtungen verletzen Zweierimmunität? Ja, das waren für die Personendaten 72% der Fälle. Also man muss wirklich was machen mit diesen Daten. Ich kann möglicherweise sehr, sehr viele Personen richtig zuordnen. Geschätzte Anzahl von Reidentifizierungen haben wir gehabt, 4.720 Personen können wir reidentifizieren. Und wir sehen das Risiko, die Verteilung des Risikos für alle Personen. Wir sehen, die meisten Personen haben so ein Risiko von um die 0,4, das ist sehr hoch. Also mit Wahrscheinlichkeit 0,4 kann ich eine Person reidentifizieren. Was ist nach der Geheimhaltung? Also jetzt haben wir sich Gedanken gemacht, welche Geheimhaltungsstrategien könnte man anwenden, welche Methoden. Nach der Geheimhaltung war das Bild rechts, also das hat schon mal eine ganz andere Skalierung, also da ist 0,02, hier links haben wir 0,2. Man sieht, das Risiko haben wir jetzt wirklich sehr stark gesenkt. Also die Personen haben zumeist fast null Risiko, null Wahrscheinlichkeit, dass sie richtig zugeordnet werden. Also Risiko ist dramatisch geschenkt worden, das ist okay. 1-zu-1-Verknüpfung mit anderen Datenbanken ist praktisch unterbunden. Aber wie gut ist jetzt die Datenqualität? Und das haben wir uns natürlich genau angeschaut und wir sind draufgekommen, dass so wie wir eingegriffen haben, nach vielen, vielen, vielen Stunden Überlegung, ist das Risiko drastisch gesenkt worden und die Datenqualität praktisch dieselbe gewesen. Wir haben auch ganz wenige Eingriffe nur gemacht, zum Beispiel ein paar Suppressions. Man hat ja Zehntausende von Beobachtungen und nur bei 248 haben wir zum Beispiel in der Variable-Region noch eine Suppression gemacht. Und zwei Beobachtungen im Sprachgebrauch zum Beispiel. Also wir haben gesehen, praktisch nicht recht viel Veränderungen, zumindest bei den Auswertungen. So wichtige Kenngrößen, so Indikatoren, was dieser Krankenversicherer berechnet, sind 1-zu-1, können wir dann exakt berechnen mit den analysierten Daten. Auch praktisch alle Kreuztabellierungen sind 1-zu-1 erhalten. Modellresultate sind praktisch vergleichbar. Und sehr gut. Aber alles hat seinen Preis. Zum Beispiel kann ich jetzt hier nicht mehr auswerten auf Gemeindeebene, sondern nur mehr auf sogenannte Mobstat-Ebene. Das sind ungefähr so die Größe von 3 Gemeinden. Okay, Schwierigkeiten der Praxis. Es gibt keine standardisierte Vorgehensweise. Ich muss mich wirklich mit den Daten intensiv beschäftigen. Was gibt es an Informationen? Was ist matchbar? Man muss sich intensiv beschäftigen. Welche Methoden wende ich an? Und das ist von Case zu Case verschieden. Da benötigt man eigentlich jahrelange Erfahrung, obwohl die Methoden itself eigentlich sehr einfach sind. Wir haben da viele, viele Projekte durchgeführt. Und jetzt zum Beispiel ein Projekt mit Swisscom und SBB, die ja auch sehr interessiert sind, dass da wirklich gute Anonymisierung passiert. Ganz zum Schluss, es gibt 2 Anonymisierungskurse, wenn es ihr interessiert hat, da wirklich tiefer zu lernen, auch hands-on an praktischen Datensätzen machen wollt. Wir haben sicher wieder im September, Oktober einen Geheimhaltungskurs in Biel. Vielleicht noch ganz interessant für die digitale Gesellschaft. Es gibt vom Kanton Zürich jetzt diese digitale Initiative und da wird jetzt ein Fellowship für Anonymisierung und Schätzung des Reidentifizierungsrisikos personenbezogener Daten für 2 Jahre lang finanziert.
Und da wird auch so ein Kompetenzzentrum Datenanalysierung entstehen. Vielen Dank, das war's. Samstagabend. Dankeschön, Matthias Tempel. Wir haben Zeit für Fragen. Ihr wisst, wie es läuft. Dort steht der Mikroständer. Wer eine Frage hat, darf sich dorthin stellen und die Frage gerne stellen. Der Ton bitte für das Saalmikro. Hallo. Hi. Was halten Sie vom Differential Privacy Verfahren von Apple? Ist es ein Marketing-Zeug oder ist wirklich was dran? Im Prinzip tut man von einer Datenbankanfrage praktisch ein neues hinzu. Ne? Und man kann sehr leicht zeigen, dass das gar nicht so leicht ist, dann in der Praxis das erstens umzusetzen. Ich kann mich erinnern, wie das vorgestellt worden ist an einer Geheimhaltungskonferenz vor circa 10 Jahren von der Frau Tworne, von Microsoft, nicht von Apple. Auf der Geheimhaltungskonferenz ist das sehr kritisch betrachtet worden. Ich selbst hatte auch nicht recht viel davon. Man kann oft die Daten, die Geheimhaltung untergraben, entweder durch viele Abfragen oder beziehungsweise das System ist anders. Also das System von Differential Privacy, ich frage jetzt von der Datenbank ein Query ab und ich kriege nicht die Originalzahlen, sondern es wird nur ein neues draufgehauen. Das ist ganz was anderes, als wenn ich den Datensatz im Vorhinein anonymisiere. Dann kann ich nämlich jede Datenbankabfrage machen, was ich will und alles ist per se anonym. Also ich finde diese zweite Herangehensweise eigentlich viel eleganter. Ich sage, erstens, ich mache mal den ganzen Datenkörper anonym und dann können die User abfragen, was sie wollen. Ja, besten Dank für den Vortrag. Ich habe eine kurze Frage, es war jetzt nur ein Randthema. Sie hatten auf einer Folie hatten Sie erwähnt, dass eben Pseudonymisierung so mit domainspezifischen Hashes und solchen Geschichten. Meine Frage dort ist, häufig haben Sie ja in den Daten eine zu geringe Entropie. Also sprich, Sie könnten dann irgendwie durch Bruteforcen oder so eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, was da für Hash-Verfahren jetzt bei Ihnen in der Praxis vorkommen oder bei den Hash-Verfahren aus der klassischen Kryptographie, oder haben Sie das Problem, wenn jetzt da nur beispielsweise ein Name steht, also dann kann ich einfach alle Namenkombinationen durchprobieren, das ist keine besonders große Entropie und kann dieselben Hashes wieder generieren, oder haben Sie da noch eine Präzisierung dazu? Also normalerweise macht man Salt plus Hash, also jeden Namen praktisch, wenn es jetzt zum Beispiel um Namen geht, würde ich vorher mal zum Beispiel, kommt es darauf an, welchen Daten, sagen wir, es geht um Bewegungsdaten, die alle 24 Stunden sollte jede ID einen neuen Hash wieder bekommen, damit das nach 24 Stunden wieder unterbunden wird. Damit würde ich jetzt praktisch jedes Mal einen neuen Salt einmal generieren. Das heißt, dieselbe Person oder am Vortag kriegt praktisch einen anderen Salt und Hash dann als wie am nächsten Tag. Also somit ist das schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Man hat nicht mehr diesen Datenkörper. Und ich denke, wenn man solche Strategien macht, also mit Salt und Hash und das zum Beispiel, man liefert die Abteilung A will einen Datensatz, die Abteilung B will einen Datensatz und extern will noch irgendwie einen Datensatz. Somit würde ich für alle drei, für jede Person ja einen anderen Hash erzeugen. Also für jede gleiche Person würde einen anderen Hash vergeben, ne? Und den zentralen natürlich aufheben. Somit wird das schon ein bisschen schwieriger, glaube ich. Und wenn man dann sollten und hashen tut, und bei der Kryptographie, das ist nicht meine Stärke, aber ich glaube, dass da sehr gute Verfahren schon gibt, SAHA 256 oder so, dieser Algorithmus. Und plus den Salt vor, ich glaube, dass das schon gut. Aber ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Ja, genau. Also ich denke eben, meine Erfahrung bis jetzt war, man sollte eigentlich eben diese Verfahren nicht verwenden. Also ja, mit dem Salting ist dann ist eine zusätzliche Geschichte klar. Also Salten bringt dort was. War jetzt eben auch gerade die Frage, ob bei Ihren Verfahren dann andere Hash-Algorithmen zum Einsatz kommen, aber dann ist das wahrscheinlich jetzt die falsche Frage. Oder so. Also meine Arbeit fängt ja erst an, nachdem die Pseudonymisierung
getan worden ist. Ja. Kommt natürlich darauf an, von wo die Datensätze kommen. Wenn es jetzt der Datensatz ist mit 15.000 Beobachtungen der Schweizer und Schweizerinnen, dann wird man, wenn man das sollte und hasht, wird man wahrscheinlich nie auf denselben, also wird man die geheime Kryptographie, die Geheimhaltung nie unterlaufen können. Oder? Wenn es aber jetzt um massive Datensätze handelt, dann vielleicht schon, ja. Es kommt noch eine weitere Frage. Bitte schön. Sie hat ja klar gemacht, dass Methode und Vorgehensweise stark davon abhängt, was Sie glauben, was es noch an zusätzlichen externen Daten zur Verfügung gibt. Wie verhält die ganze Methode in einem Szenario, wo man davon ausgeht, dass permanent neue persönliche Daten dazukommen, die ja irgendwo gesammelt werden, irgendwo eine Weile rumliegen, vielleicht irgendwann verfügbar werden? Verhebt es dann überhaupt noch irgendwie? Ja, das ist, also das was ein Datenschützer, also ein Anonymisierer immer größtes Bauchweh macht, ist eben der Anfang der Anonymisierung. Dass man im Klaren wird, was gibt es an Informationen, welche Parabeln sind matchbar, welche könnten denn in Zukunft noch gesammelt werden, welche Datensätze, die vielleicht matchbar sind. Und das ist ein Bauch, man kann das so gut wie möglich sich anschauen, aber im Endeffekt ist es ein bisschen eine Bauchentscheidung. Und deshalb im Endeffekt wird man auch immer mehrere Szenarien betrachten. So ein ganz ein kritisches Szenario und ein Szenario, wo man vielleicht glaubt, jetzt kann ich mit diesen Datensätzen vielleicht diese Variablen sind matchbar. Aber unsere Geheimhaltungsverfahren, unsere Risikomasse sind immer ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, wenn ich jetzt einen Datensatz habe, ich gebe ein Beispiel, Verdienststrukturerhebung in der Schweiz, somit nehme ich an, dass noch vielleicht das Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter noch extern zur Verfügung sein. Und dann nehme ich an, dass der kompletteste Datensatz und super matchbar ist und das auch wirklich zur Verfügung ist. Und das ist in der Praxis oft nicht der Fall. Also es ist fast schon ein bisschen ein Worst-Case-Szenario, was wir betreiben. Und darum ist das Bauchweh wieder fast ein bisschen weg. Danke für die Fragen. Gerne nochmal einen Applaus. Danke.